Right, we're over halfway there. Wir sind schon bei der Hälfte angelangt. I want to continue from where we left off by backing up to chapter 2 verse 17 and taking a running start into chapter 3. Also, wir wollen einmal fortsetzen, wo wir aufgehört haben im letzten, und wir beginnen bei Kapitel 2 ab Vers 17 und schreiten dann gleich fort in den dritte Kapitel. As we have seen thus far, we began with sovereign judgment and sin. Wir haben schon behandelt, es beginnt mit der souveränen Gericht Gottes und Sünde. The recognition of that on the part of Naomi and Ruth, resulting in conversion. Und die Erkenntnis dessen bei Naomi und auch bei Ruth und dann die Umkehr aufgrund desselben. And we have seen kindness displayed and compassion displayed on the part of Boaz. Wir haben gesehen die Güte, die Freundlichkeit und das Mitgefühl von Seiten von Boaz. And now we will take a look at actual redemption happening and provision taking place. Und jetzt werden wir behandeln, wie tatsächlich die Erlösung und die Versorgung stattfindet. So let's back up. We read chapter 2 previously, but there are some wonderful things that we didn't look at previously towards the end of the chapter. Also, wir wollen noch einmal innehalten und etwas noch mal anschauen, wo wir schon drüber gegangen sind, aber noch ein paar Details wollen wir etwas näher betrachten aus dem zweiten Kapitel. So Ruth has gone out and just happened to find herself in the field of Boaz. Also Ruth ist hinausgegangen und es kam nun dazu, dass sie sich auf dem Feld von Boaz wiederfand. And she was taken care of, she stayed in his field, she was provided for. Und es wurde um sie gesorgt. Sie durfte auf diesem Feld bleiben und sie wurde versorgt. And then when she came back home to Naomi, als sie dann zurückkam nach Hause zu Naomi, there's rejoicing that takes place. There's gratitude to God for the kindness that Boaz had shown to Ruth and Naomi. Und wir sehen, dass da eine Freude ist, eine Dankbarkeit über die Gnade Gottes, die gezeigt wurde durch die Güte von Boaz gegenüber Naomi und Ruth. And that's when Naomi expresses a little more of what she knows with regard to the situation and who Boaz is, and explains to Ruth, he is a kinsman. Und hier erfahren wir dann, dass Naomi ein bisschen klarer ausdrückt, was sie eigentlich weiß, und zwar, dass Boaz ein nahe Verwandter ist. If you look at the end of verse 20, the man, Boaz, is our relative. He is one of our closest relatives. Also hier am Ende von Vers 20 im zweiten Kapitel heißt es, dass Naomi sagt, der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern, also von den nächsten Verwandten. So he is near to us in relation is the first statement. The next statement is, he is so near to us, he could redeem us. Also das ist eine zweifache Bemerkung. Das eine ist, er ist wirklich nahe verwandt, er ist mit uns verbunden. Und die zweite Aussage ist, er ist so nahe und so eng mit uns verbunden, dass er tatsächlich ein Löser sein kann, ein Erlöser für unsere Situation. So Naomi had given Ruth permission when Ruth asked about going out and gleaning in the fields of Boaz. Naomi hat Ruth die Erlaubnis gegeben, als sie gefragt hat, dass sie hinausgehen darf und auf dem Feld von Boaz Ehren lesen darf. Things went very well, and now Naomi is saying to Ruth, go back and only stay in his fields. Und dort haben sich die Dinge ziemlich gut entwickelt, also sagt Naomi nun zu Ruth, geh wieder und bleib auf diesem Feld von Boaz. Naomi is beginning to see the writing on the wall, and so she is more intentionally playing matchmaker. Also hier erkennt Naomi, gibt diese Phrase, das Schreiben an der Wand, also hier erkennt sie die Hand Gottes in dieser ganzen Sache und jetzt fängt sie an, ein bisschen gezielter darauf zu achten und danach zu handeln. But she's not doing it in a flippant, light kind of way, sometimes that we do, of thinking, that guy and that girl, they would make a good match. Aber sie ist nicht irgendwie so oberflächlich, dass sie sagt, oh, wie es manchmal tun, ja? Oh, dieser Mann und diese Frau, das wird doch vielleicht ganz gut passen. But she actually realizes that she and Ruth
will not survive, and they definitely will not thrive, if they do not have a redeemer. Aber sie kommt an den Punkt, wo sie tatsächlich versteht, Ruth und ich, wir werden nicht überleben, wenn wir nicht einen Löser finden. The industrious character that we saw in Ruth in the beginning of chapter 2 is evident all throughout the harvest. That was the beginning of the harvest in chapter 2. The last verse in chapter 2 says that she continued to stay close by the maids of Boaz in order to glean until the end of the barley harvest and the wheat harvest, which would have been for 2 months or so. She continued to work day in and day out, gathering what was needed in order for her and her mother-in-law to survive. Wir haben schon beobachtet, etwas von dem Charakter von Ruth wird hier offenbar, dass sie sehr eifrig, fleißig, arbeitsam ist. Und das durchzieht sich durch das ganze Kapitel. Und tatsächlich heißt es hier im letzten Vers, so hielt sie sich denn zu den Mägden des Boers, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Also das war sind über 2 Monate, wo das stattgefunden hat, wo sie Tag und Nacht tatsächlich gearbeitet hat und hier auf dem Feld von Boers, auf den Feldern Ehren gelesen hat. As Ruth remained faithful to walk a path of integrity and obedience, God continued to bless her. Ruth, sie verfolgte einen Weg der Integrität und des Gehorsams, und auf diesem Weg segnete sie der Herr. The path of blessing from God is marked by integrity and obedience. Der Pfad des Segens des Herrn ist begleitet durch Integrität, durch Treue und Gehorsam. There is no blessing to be found along a path of compromise or sin or disobedience. Du wirst keinen Segen finden auf dem Pfad des falschen Kompromisses, der Ungehorsam oder der Sünde. But the path of God's will is lined with an abundance of blessings from him. Aber der Pfad Gottes, er ist gefüllt und mit einer Überfülle an Segen von ihm. So when we began chapter 2, we noticed that the encouragement from the writer was, keep an eye on this man, this Boaz, he's an important character. Also wir haben beobachtet, in Kapitel 2 beginnt mit diesem Hinweis des Schreibers, hier achtet mal auf den Boaz, der wird nochmal wichtig. And we see in the beginning that he is kin to them. He's in their family. Wir erfahren auch schon am Anfang, dass er ein Verwandter ist. But then we see revealed in verses 19 and 20, he's not just a relative, but he's very close. In fact, our hope is pinned on him. That's what Naomi and Ruth are finding out. Aber dann am Ende des Kapitels, Versen 19 und 20, da erfahren wir, er ist nicht nur irgendein Verwandter in der Familie, sondern er ist wirklich ein naher Verwandter, und die ganze Hoffnung, sie knüpft sich nun auf ihn. So in order to understand why they were pinning their hopes on this man, we need to go to Deuteronomy chapter 25. Aber um zu verstehen, warum sie jetzt ihre ganze Hoffnung auf diese Person Boas knüpfen, müssen wir einmal blicken auf 5. Mose, Kapitel, which chapter was it? 25, die Verse 5 bis 10. 5. Mose 25, 5 bis 10. Deuteronomy chapter 25, verses 5 through 10. When brothers live together, and one of them dies and has no son, the wife of the deceased shall not be married outside the family to a strange man. Her husband's brother shall go into her and take her to himself as wife, and perform the duty of a husband's brother to her. It shall be that the firstborn whom she bears shall assume the name of his dead brother, so that his name will not be blotted out from Israel. But if the man does not desire to take his brother's wife, then his brother's wife shall go up to the gate to the elders and say, my husband's brother refuses to establish a name for his brother in Israel. He is not willing to perform the duty of a husband's brother to me. Then the elders of his city shall summon him and speak to him, and if he persists and says, I do not desire to take her, then his brother's wife shall come to him in the sight of the elders and pull his sandal off his foot and spit in his face, and she shall declare, thus it is done to the man who does not build up his brother's house in Israel. His name shall be called the house of him whose sandal is removed.
Wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einen fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name aus Israel nicht ausgelöscht wird. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, dann soll seine Schwägerin ins Tor hinausgehen zu den Ältesten und soll sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder den Namen in Israel aufrecht zu erhalten. Er will die Schwagerehe mit mir nicht eingehen. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden. Dann stellt er sich dann hin und sagt, ich habe keine Lust, sie zu nehmen. Dann soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken. Sie soll antworten und sagen, so soll dem Mann geschehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will, und sein Name soll in Israel heißen Haus des Barfüßers. So this is commonly referred to as the Levirate law. Also, das wird normalerweise genannt die Schwagerehe oder die Leviratsehe. Lever is Latin for brother-in-law or husband's brother. Leverat ist das Lever ist das lateinische Wort für Schwager. And within the spirit of this law is the idea that a person, a close relative, would deliver a family member or an entire family from difficult circumstances. Also der Gedanke, der hinter diesem Gesetz steht, ist, dass ein naher Verwandter, ein Bruder, den in schwierigen Situationen dem Bruder aushelfen kann. At times the law would come into play with regard to buying back a kinsman from slavery or bondage. Dieses Gesetz tritt zum Beispiel in Kraft, um jemanden wieder herauszukaufen aus einer Sklaverei oder einer gewissen Verpflichtung. Sometimes it would be used to buy back land that a relative had sold. Oder manchmal wird es gebraucht, um Land zurückzukaufen, das ein Verwandter verkaufen musste. Or specifically, as the law mentions, to marry a widow who has no male heirs. Oder hier, wie es in diesem Gesetz nun ganz konkret heißt, dass die Witwe einen Verwandten heiratet, damit daraus wieder Nachkommen entstehen und es Fortbestand gibt. It's even used at times to avenge a wrongful death. Und es wird sogar gebraucht, um einen unrechtmäßigen Tod zu rächen. But primarily the work of a kinsman redeemer is redemption. Aber die Hauptaufgabe eines verwandten Lösers ist eben zu erlösen. And redemption includes the process of restoration. Und die Erlösung beinhaltet diesen Prozess einer Wiederherstellung. As a kinsman redeemer, the family name can be continued. Ein Löser als Verwandter, er kann den Namen einer Familie wiederherstellen, so dass es Fortbestand hat. The interests of the family inheritance can be secured. Der Anspruch auf ein Erbteil kann Fortbestand haben für eine Familie. The kinsman redeemer is able to do things for his kinsmen that they cannot do for themselves. Ein Löser, er kann für seine Verwandten etwas tun, was die Verwandten selbst nicht tun können. And it's here that we begin to see a little bit more of the gospel light shining through here in Ruth. Und hier sehen wir wieder ein kleines Stück mehr, etwas von diesem Licht des Evangeliums, das hineinstrahlt, herausstrahlt aus diesem Buch in Ruth. We see that Boaz is able to do things for Ruth and Naomi that they were incapable of doing on their own. Wir sehen hier, Boaz ist in der Lage, etwas für Naomi und Ruth zu tun, wofür sie selber nicht in der Lage waren. And there is a kinsman redeemer who can do for us far more than we can do for ourselves. Und da ist ein Löser, der für uns viel mehr tun kann als das, was wir selber tun können. Let's move now into chapter 3. Lass uns nun das dritte Kapitel behandeln. And the harvest is over. Die Ernte ist nun vorbei. Thinking about the agricultural process of plowing and sowing and harvesting,
Then comes the threshing and the winnowing before the storing. Also nach diesem Jahr des der Agrarkultur, es beginnt ja mit dem Säen und dann wächst es und dann wird es geerntet und dann muss es alles in die Tenne gebracht werden und aufbewahrt werden für die Zeit, die dann kommt. So as we read chapter 3, it will explain why they're at, it helps us understand why they're at the threshing floor, they're at that point in the agricultural process. Wir verstehen dann in Kapitel 3, da geht es darum, dass auf der Tenne nun die Körner von dem die Spreu von dem Weizen getrennt wird und das so entsprechend geteilt wird und da findet nun die nächste Situation statt. So let's read chapter 3 together. Also lasst uns das dritte Kapitel gemeinsam lesen. Then Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you? Now is not Boaz our kinsman, with whose maids you were? Behold, he winnows barley at the threshing floor tonight. Wash yourself, therefore, and anoint yourself, and put on your best clothes, and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. It shall be when he lies down that you shall notice the place where he lies, and you shall go and uncover his feet and lie down, and then he will tell you what you shall do." She said to her, "All that you say I will do." So she went down to the threshing floor and did according to all that her mother-in-law had commanded her. When Boaz had eaten and drunk and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain, and she came secretly and uncovered his feet and lay down. It happened in the middle of the night that the man was startled and bent forward, and behold, a woman was lying at his feet. He said, "Who are you?" And she answered, "I am Ruth, your maid. So spread your covering over your maid, for you are a close relative." Then he said, "May you be blessed of the Lord, my daughter. You have shown your last kindness to be better than the first by not going after young men, whether poor or rich. Now, my daughter, do not fear. I will do for you whatever you ask, for all my people in the city know that you are a woman of excellence. Now, it is true I am a close relative. However, there is a relative closer than I. Remain this night, and when morning comes, if he will redeem you, good, let him redeem you. But if he does not wish to redeem you, then I will redeem you as the Lord lives. Lie down until morning." So she lay at his feet until morning and rose before one could recognize another. And he said, "Let it not be known that the woman came to the threshing floor." Again he said, "Give me the cloak that is on you and hold it." So she held it, and he measured 6 measures of barley and laid it on her. Then she went into the city. When she came to her mother-in-law, she said, "How did it go, my daughter?" And she told her all that the man had done for her. She said, "These 6 measures of barley he gave to me, for he said, 'Do not go to your mother-in-law empty-handed.'" Then she said, "Wait, my daughter, until you know how the matter turns out, for the man will not rest until he has settled it today." Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, "Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und leg deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst." Und sie sagt zu ihr, "Alles, was du sagst, will ich tun." Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, "Wer bist du?" Sie sagte, "Ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser."
Da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste. Indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen. Wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich. So wahr der Herr lebt, bleib liegen bis zum Morgen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer der anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte sich, es soll niemand bemerken, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib ihm das Umschlagtuch her, das du umhast, und halte es auf. Und sie hielt es auf, und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sagte, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Alright, we have noticed the prayer from Naomi a couple different times now, recorded in chapter 1. What we're able to see here in chapter 3 is that her prayer in chapter 1 is not contradictory to her plots and her plans here in chapter 3. Wir haben schon im ersten Kapitel bemerkt, hier gibt es ein Gebet von Naomi für Ruth oder für ihre Schwiegertöchter. Und wir merken, dieses Gebet Gottes, steht nicht im Gegensatz dazu, dass sie nun auch tatsächlich aktiv wird und schaut, wie kann das zustande kommen. Her prayer was, may the Lord deal kindly with you. Ihr Gebet war, der Herr erweise euch Gnade. And may the Lord grant that you find rest in the house of your husband. Und es heißt, der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Now look at the statement that she makes in chapter 3, verse 1 to Ruth. My daughter, shall I not seek security? The same word for rest. Shall I not seek rest for you, that it may be well with you? Und schaut einmal, den ersten Vers in Kapitel 3. Meine Tochter, soll ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Naomi's desires haven't changed. She still desires God's best for Ruth. Die Wünsche, die Sehnsucht von Naomi hat sich nicht geändert. Sie wünscht sich immer noch das Beste von Gott für Ruth. So she says to Ruth, go and wash yourself. Also sagt sie zu Ruth, geh hin und wasche dich. Anoint yourself. Und salbe dich. Get dressed up. Leg deine Kleider an. Go to the threshing floor, because that's where Boaz will be tonight. Und geh zur Tenne hinab, denn dort wird Boaz heute Nacht sein. And Ruth says, all that you've said, I'll do it. Und Ruth antwortet, alles, was du sagst, will ich tun. So the setting is, because the harvest has come in, they're at the threshing floor, that's where Boaz is, he owns all the crops, he's there to protect it, and Ruth is going there basically to make a pitch, will you be my kinsman redeemer? Also das Szenario ist so, Boaz gehört ja die ganze Ernte, ihm gehören die Felder, und auf der Tenne wird das Getreide gedroschen, und er ist natürlich jetzt dort, um auch die Ernte zu bewachen. Und sie, Ruth, soll dort hingehen, und vor allem geht es darum, sie will eine Bitte abgeben, eine darum bitten, dass er Naomi und sie löst. Now this may sound like a very simple idea or a simple concept. Es klingt vielleicht wie ein bisschen eine einfache Lösung, ein ziemlich einfaches Konzept. But it's not really all that simple. Aber so ganz einfach ist das nicht. Let's consider Ruth and remember who she is. Bedenkt noch einmal, wer Ruth ist. Okay, Ruth is looking for a husband. Ruth sucht nach einem Ehemann. And this is the advertisement with regarding to who she is.
Und das ist nun die Werbung in Bezug auf dessen, was sie ist. She is single. Sie ist alleinstehend. She is also a Moabitess. Sie ist eine Moabiterin. She is childless. Sie hat keine Kinder. She is a widow. Sie ist eine Witwe. And she has a mother-in-law with her. Und sie hat eine Schwiegermutter mit sich. There's not much positive in this list. Es gibt nicht allzu viel Gutes in dieser Liste. But in spite of that, she still is willing to do what Naomi has suggested. Aber trotz alledem ist sie bereit, alles zu tun, was Naomi ihr sagt. And she proceeds to go down to the threshing floor. Und nun geht sie halt hinab zu der Tenne. And she didn't just go to the threshing floor in general, she went to the right person, to Boaz, the one who was the kinsman. Und sie geht nicht einfach irgendwo dort zu der Tenne, sondern sie geht auch zu der richtigen Person, zu Boaz. See, it matters that she doesn't just go to anyone, because it had to be someone after her likeness. Und es ist wirklich wichtig, sie geht nicht einfach zu irgendjemanden, sondern sie muss jemand suchen, der ihr entspricht. Her need was so specific that it took a specific man with a specific likeness in order to accomplish her redemption. Ihr Bedarf war so besonders, dass es auch einen Mann brauchte, der in ganz besonderer Art und Weise nun ihre Not, ihren Bedarf entsprechen kann und ihr helfen kann. And sin has affected us in the same way. We can't just go here or there attempting to deal with our sin problem. Und genauso ist es auch mit unserer Sünde. Die Sünde hat uns so infiltriert, dass wir nicht einfach zu diesem Ort oder zu jenem Ort kommen können, sondern wir müssten mit dem Problem unserer Sünde wirklich zu der richtigen Person kommen. We, like Ruth in the story, must have someone after our likeness. Genauso wie Ruth hier in dieser Geschichte brauchen wir jemanden, der uns entspricht. If Christ had not taken our nature, if he had not taken human nature, he would not be a satisfactory sacrifice. Wenn Christus nicht unsere Natur angenommen hätte, dann wäre er nicht ein entsprechendes Opfer gewesen für uns. Jesus is a perfect savior for us because of his nearness of kin, because he took flesh like ours. Christus ist ein vollkommenes Opfer, weil er uns so nahe gekommen ist, weil er Fleisch und Blut, so wie wir es haben, angenommen hat. Ruth would have never imagined at this point just going to any of the farmers at the threshing floor. She had to go to Boaz, the one who was near to her. Es käme Ruth nie in den Sinn, irgendwie einen der Arbeiter jetzt zu suchen, sondern es musste Boaz sein. Es musste der sein, der nahe ist. It's like Peter said when he was asked by Jesus, "Who do people say that I am? Lord, to whom shall we go? You have the words of life." There's an exclusivity with Jesus. Es ist so wie das Bekenntnis von dem Petrus, als Jesus fragte, wollt ihr nicht auch gehen? Er sagt, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Hier ist eine Exklusivität. Hier gibt es etwas zu finden, was es nirgendwo anders gibt. Naomi recognizes this and she says to Ruth, Boaz is the one that you must approach regarding redemption. Und Naomi erkennt das auch und sie sagt zu Ruth, Boaz, zu ihm musst du gehen. Er ist der Löser. For us there is no other name under heaven whereby we may be saved. Und auch für uns, es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel, durch welchen wir gerettet werden können. So Ruth went to the right person. Ruth, sie ging zu der richtigen Person. She also went to the right place. Und sie ging zu dem richtigen Ort. She didn't find Boaz at dinner. Sie traf Boaz nicht gerade beim Abendessen an. She didn't go out and meet him in the field during the day. Sie traf ihn nicht irgendwo auf dem Feld während des Tages. She went to the threshing floor. Sie ging zu der Tenne. And time after time we see in the scriptures that the threshing floor is the place where God deals definitively with his people. Und immer wieder finden wir in der Schrift, dass die Tenne der Ort ist, wo Gott in besonderer Weise, in absoluter Weise mit seinem Volk handelt. When King David
was sinful in his numbering of the people. It was at the threshing floor that God finally dealt with the sins of not only David, but all of the people. Erinnert ihr euch an David, der sich gegen den Herrn vergangen hat, als er die Volkszählung in Gang brachte? Und es war dann auf der Tenne, dass Gott dieses Gericht zu Ende brachte und in besonderer Weise nun mit seinem Volk handelte. Do you remember when God called Gideon? He was threshing wheat and refusing God's call, and God met him there, removing Gideon from all his self-interests and moving him to the Lord's service. Oder erinnert ihr euch an die Berufung von Gideon? Er war gerade auf der Tenne und drosch Weizen, aber er war gar nicht bereit, dem Wort Gottes zu folgen. Aber Gott begegnet ihm dort und ruft ihn dazu, nun das zur Befreiung und zum Dienst für Gott. At the threshing floor is where they sifted the wheat and made it ready for and useful. And Satan requested to sift Peter like wheat, and he did. Auf dieser Tenne wird der Weizen gesichtet. Es wird hier getrennt, das was nützlich und brauchbar ist, von dem was unbrauchbar ist. Und Jesus sagt zu Petrus: Der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie in einem Sieb. Satan did sift Peter like wheat, but if you remember that conversation, Jesus said, Satan has sought permission to sift you like wheat, but I've prayed for you, Peter. And Peter, it was the means that God used to prepare Peter for the ministry that he had called him to. Und tatsächlich hat der Satan auch Petrus gesichtet wie so in einem Sieb, aber die Geschichte geht fort. Und Jesus sagt, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so hat Gott nun auch gerade das gebraucht, um Petrus erst recht zu stärken, zu kräftigen und auszurüsten für den Dienst, den er für ihn vorgesehen hat. Peter's self-confidence and self-reliance was sifted away at the threshing floor. Auf dieser Tenne, metaphorisch gesprochen, wurde die Selbstbezogenheit und die Selbstzentriertheit und Selbstvertrauen von Petrus weggedroschen. And for Ruth, it's here at the threshing floor that her fears and her doubts and her concerns will be carried away. Und hier bei Ruth ist es auf dieser Tenne, dass ihre Zweifel, ihre Sorgen hinfortgeweht werden, hinfortgedroschen werden. And in place of the doubts and the fears, peace and security and rest would result from this meeting. Und dann anstatt dem Zweifel und der Angst bleibt Friede und Sicherheit hier auf dieser in dieser Situation. So Ruth had come to the right person and to the right place, but also to the right position at the feet of Boaz. Also Ruth, sie ging zu der richtigen Person, an dem richtigen Ort, aber auch in die richtige Position, und zwar zu den Füßen von Boaz. She isn't coming arrogantly demanding anything, but submission is clearly communicated. Sie beansprucht nicht irgendwie in stolzer Weise etwas von Boaz, sondern hier wird ganz ausdrücklich angezeigt, dass sie sich demütig unterordnet. And as Ruth comes to the threshing floor, to Boaz, to his feet, in order for doubts to be replaced by peace and fears to be replaced by rest, we too come to the threshing floor of the cross and find peace and security and rest. So wie Ruth hier auf diese Tenne kommt, damit ihr Zweifel mit Frieden abgelöst wird und ihre Sorgen mit einer Ruhe abgelöst wird. So kommen auch wir zu diesem Dreschplatz von Golgatha, vom Kreuz, damit auch unsere Zweifel und unsere Ängste abgelöst werden durch Friede und Sicherheit und Ruhe. The threshing floor for you and for me is the cross of Jesus Christ. Der Dreschplatz für dich und für mich ist das Kreuz von Jesus Christus. When we come to the cross, the chaff of life is blown away. Wenn wir zum Kreuz kommen, dann wird die Spreu unseres Lebens hinfortgeweht.
And clear distinctions are made. Und klare Trennungen werden gemacht. Distinctions must be made even in how we come, just like they were in Ruth. Und Trennungen werden gemacht, ebenso wie wir hinkommen, ebenso wie wir es hier finden bei Ruth. To the right place, the right person, in the right way, to Jesus, humbly, needy, seeking him to be our refuge. Zur richtigen Person, an den richtigen Ort, in der richtigen Art und Weise, nämlich demütig, dass wir hinabgehen zu den Füßen unseres Herrn Jesus Christus. One hymn writer sums it up very well, stating, never further than thy cross, never higher than thy feet. Ein Liederdichter, er hat es sehr, sehr schön zusammengefasst, niemals weiter als zum Kreuz und niemals höher als zu deinen Füßen. That's our desire, that's our goal, to live there at the feet of Jesus. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel, zu leben zu den Füßen Jesu. Reveling in the glory of the gospel. Und uns daran zu erfreuen und zu staunen über die Herrlichkeit des Evangeliums. Being covered by his blood. Bedeckt zu werden durch Christi Blut. And that's our goal, to uncover, as it were, the feet of our Savior on the pages of his word and tracing the path that he has trod in order that we might follow him. Und das ist auch unser Wunsch, dass wir die Füße Jesu aufdecken, wenn wir die Bibel aufschlagen und sehen seine Fußspuren, die er hinterlassen hat, blutige Fußspuren, denen wir folgen wollen. So Ruth came to the right place, to the right person, with the right position, and she made the right petition or request. Also Ruth kam zur richtigen Person, an den richtigen Ort, in die richtige Position und auch mit der richtigen Bitte an, dass sie erlöst werden will. Verse 9, I am Ruth, your maid, so spread your covering over your maid, for you are a close relative. In Vers 9 heißt es, ich bin Ruth, deine Magd, so breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Listen to this from the prophet Ezekiel. Then I passed by you and saw you, and behold, you were at the time for love, so I spread my skirt over you and covered your nakedness. I also swore to you and entered into a covenant with you so that you became mine. That's the picture of the covering that Ruth is requesting. Das gleiche Bild wird hier gebraucht in Hesekiel 16, Vers 8, und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe, und ich breitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße, und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. You remember back from chapter 2, verse 12, Boaz had even said, you've come to seek refuge under the wings of God. Wir erinnern uns in Kapitel 2, Vers 12, da sagte Boaz selbst zu Ruth, du bist gekommen zu dem Herrn, dem Gott Israels, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. So here at the threshing floor, after the harvest has come in, Ruth has cleaned herself up and she's come to Boaz, requesting him to act according to the spirit of the law and be her kinsman redeemer. Also Ruth, sie hat sich gereinigt, sie hat sich fertig gemacht, sie ging auf die Tenne und fragt nun Boas, dass er den Geist dieses Gesetzes nach handelt und Löser wird für sie. And there appears to be a confidence, not a presumption, but a confidence on Ruth's part that her future did not ultimately depend on her ability to execute a cunning plan, but simply to rest in God's orchestrating sovereignty. Und es scheint hier eine Zuversicht zu geben bei Ruth. Nicht eine Anmaßung, aber doch eine Zuversicht, dass sie sich tatsächlich, dass sie hier von dem von Gottes Güte leben darf und davon profitieren kann, was hier an souveränen Ordnungen und Vorsorge von Gott getroffen wurde. So many commentators, unfortunately, assume that Naomi and Ruth
are attempting and conniving some type of underhanded secret job here. Es gibt einige Kommentatoren, die glauben, dass es hier zwischen Ruth und Naomi irgendwie so eine etwas merkwürdigen Plan gibt, wie sie für sich etwas das Beste herausholen können und dann mit so einigen vielleicht zweifelhaften Mitteln etwas erreichen wollen. Some go so far as to say that Ruth came at night so that Boaz would have had too much to drink and could be easily taken advantage of. Manche gehen sogar so weit, dass sie das so verstehen, dass Ruth nachts kommen sollte, damit Boaz schon so betrunken wäre, dass er quasi nicht mehr klar beim Verstand ist und dem nachgibt. They even point out that Ruth washed herself and anointed herself and dressed in her best clothes, but these are attractive, modest clothes. There's nothing in the text at all to make us think that she was attempting to seduce him in any way. Sie weisen dann darauf hin, dass sie sich erbadet und salbt und Kleider anzieht. Aber hier geht es nicht irgendwie darum, dass sie versucht, ihn zu verführen. Es gibt keinen Hinweis in der Schrift an dieser Stelle, dass sie irgendwie in verführerischer Art und Weise sich dem Boaz nähert, sondern sie hat hier einfach, sie legt Kleider an, sie hat eine ganz, ganz normale, dezente Kleidung an. In fact, the washing and the anointing and the putting on the best dress is very likely the way that she was saying, I'm no longer in mourning over all of the grief and the sorrow that I've experienced. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie sich badet und salbt und ihre besten Kleider anzieht, um auszudrücken, ich bin jetzt nicht mehr in der Phase der Trauer, dass ich zurückdenke an den ehemaligen Mann, sondern jetzt in einer neuen Stellung bin. When Ruth comes to Boaz on this night, her goal was to secure a marriage commitment, not to commit a single night of sin. Das Ziel von Ruth, als sie hier Boaz begegnet, ist, dass sie die Sicherheit und das Versprechen einer Ehe bekommen will und nicht eine einzige Nacht der Sünde. When we read this text and see anything other than that, it reveals more about us than it does about Boaz and Ruth. Wenn wir diesen Text lesen und irgendetwas anderes daraus interpretieren als das, was hier drin steht, dann zeigt das eigentlich ein bisschen mehr über unser Herz und unser Verständnis auf, als dass es etwas zeigt über Ruth und das, was hier in der Geschichte tatsächlich beschrieben wird. In fact, in the Hebrew Bible, in the order of the Hebrew Bible, Ruth comes immediately after Proverbs, which is, by the way, immediately after Proverbs 31. Interessant ist, in der hebräischen Bibel ist die Ordnung der Bücher ein bisschen anders und da kommt das Buch Ruth direkt nach Sprüche. Und wir wissen, dass Sprüche endet mit dem Lobpreis der tüchtigen Frau. She rises also while it is still night and gives food to her husband. Sie steht schon auf, während es noch Nacht ist und bereitet Essen für ihren Mann. Boaz responds to Ruth's request. Boaz nun antwortet auf die Frage, auf die Bitte von Ruth. I will do whatever you ask, he says. Ich werde tun, worum auch immer du bittest. May you be blessed of the Lord. Gesegnet seist du von dem Herrn. Ruth finds out that not only is provision made, but the place of submission is also a place of protection. Boaz promises to protect her. Und sie merkt, hier geht es nicht nur um Versorgung, sondern auch um eine Sicherheit. Unter dem Saum seines Gewandes verspricht Boaz ihr Sicherheit. And he doesn't just give her his word. Und er gibt ihr nicht nur sein Wort, but he gives her what we might call an earnest payment or a down payment. Er gibt ihr auch so etwas wie eine gewisse Sicherheit, wie eine Vorauszahlung. Basically, he explains that there's a man closer, a relative closer. We're going to look at that more in detail in chapter 4, but you saw it in the reading.
He's going to deal with the issue, but before you go, hold out your cloak and let me fill it with grain. Also er sagt, da gibt es noch jemanden, der ist noch näher verwandt, mit dem muss ich das erstmal abhandeln. Wir werden davon noch im vierten Kapitel näher mehr davon erfahren. Hier wird es aber schon mal genannt. Aber er sagt nun, ich werde mich drum kümmern, aber jetzt nimm erstmal das Tuch und breite es aus. Ich gebe dir ein Unterpfand, ich gebe dir schon mal etwas im Voraus. And it wasn't just a small down payment. 6 measures of barley. 30 or 35 kilos. Also es war nicht nur irgendwie so eine kleine Vorauszahlung. Es heißt hier, er maß 6 Maß Gerste ab. Also das sind um die 30 Kilo. So Ruth was not a weak woman. Also Ruth war keine schwache Frau. The point is this. Boaz made a promise. Nun, es geht hier um Boaz, er macht ein Versprechen. I will protect you. I will provide for you. You will be redeemed. Ich werde dich beschützen. Ich werde für dich sorgen. Du wirst erlöst werden. And here's the promise of me finally making good. 35 kilos of barley. Und hier ist das Versprechen, dass alles gut werden wird. Hier 35 Kilo Gerste. In a very similar way, we are promised in God, because of Christ, final and full redemption and salvation from sin. Und in ähnlicher Weise ist uns versprochen in Christus völlige Erlösung, völlige Verherrlichung und Befreiung durch Gott in Christus. Hey, but we've been given, in a large degree now, an earnest payment. A promise that God will finish what he has started. Und auch wir empfangen hier etwas, eine Art Vorauszahlung, ein Versprechen, dass Gott tatsächlich alles vollenden wird, so wie er es versprochen hat. You know the verse, you were sealed in Christ with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our final inheritance with a view to final redemption. Es heißt, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist als einen Unterpfand für das Erbe, welches wir erlangen in der Erlösung oder im Blick auf die Erlösung. So there is a love story taking place on the pages of our Bible. Hier gibt es eine Liebesgeschichte, die wir finden auf diesen Seiten der Bibel. But there's another love story that is being explained as we read about this one between Boaz and Ruth. Aber da gibt es noch eine andere Liebesgeschichte. Und während wir lesen, wird diese erklärt, nicht nur im Buch Ruth, sondern in der gesamten Geschichte. The love that God has for his children. The love that Christ has for his bride. Die Liebe, die Gott hat zu seinen Kindern. Die Liebe, die Christus hat gegenüber seiner Gemeinde. Boaz leaves his harvest in the morning in order to settle the issue. Boaz, er verlässt seine Ernte, um sich dieser Sache nun anzunehmen am Morgen. The harvest was a busy time. There was a lot to do, but Boaz was willing to leave it in order to secure redemption for Ruth and Naomi. Die Erntezeit war eine sehr, sehr gefüllte Zeit, eine sehr arbeitsame Zeit, aber er ist bereit, nun die Ernte einmal zurückzulassen, um sich um diese Angelegenheit für Ruth und Naomi zu kümmern. Our kinsman redeemer did not just leave a busy threshing floor to come and rescue us. Unser Erlöser, er hat nicht nur einen arbeitsame Tenne, einen Dreschplatz verlassen, um uns zu retten. But Jesus left the infinite glories of heaven to become a suffering servant. Jesus hat die ewige, unendliche Herrlichkeit des Himmels verlassen, um uns zu erlösen, Mensch zu werden und uns zu erlösen. And unlike Ruth, who found shelter when she came to Bethlehem, there was no room for Jesus when he arrived. Und anders als bei Ruth, die tatsächlich einen Schutz gefunden hat, als sie nach Bethlehem kam, so gab es für Christus keinen Platz, als er kam. Initially confined to a stable, and eventually forced to flee for his life to a foreign land.
am Anfang gezwungen, in einem Stall geboren zu werden, und dann musste er sogar in ein fremdes Land fliehen, damit er nicht ermordet wird. The love that Christ has for us as his people took him far into a far deeper darkness than an ordinary midnight. Die Liebe Christi zu uns brachte ihn in tiefere Finsternis als irgendwie nur eine Finsternis bei Nacht. He left the infinite glorious bliss of heaven, not just to come to earth, but to suffer and to die under the dark wrath of his Father, turning his face away. Christus, er verließ die ewige, unendliche Herrlichkeit des Himmels, nicht nur um Mensch zu werden, sondern auch um zu sterben am Kreuz und die Finsternis des Zornes Gottes, seines Vaters, zu ertragen, der sein Angesicht von ihm wandte. The picture of Boaz redeeming Ruth is remarkable. Das Bild von Boaz, der Ruth erlöst, ist wirklich bemerkenswert. But it should simply serve to motivate our minds and our hearts to look beyond the words on the page to the reality of the cross and what God has done for us in Christ. Aber diese Geschichte sollte uns motivieren, noch über das, was wir hier in diesen Seiten lesen, zu schauen auf Christus und auf das Kreuz und was Gott getan hat, um sich unser anzunehmen. Ruth chapter 3 evidences for us that God redeems people from all sorts of situations. Was wir hier in Ruth 3 erfahren, ist, dass Gott Menschen erlöst aus allen möglichen unterschiedlichen Situationen und Umständen. From poor choices and sinful situations. Von schlechten Entscheidungen und sündigen Situationen. From extreme bereavement and famine. Von extremer Mangel und Hungersnot. Of all that could possibly go wrong on the threshing floor of our lives, God can bring about good. Heraus aus allem, was nur schief gehen kann auf diesem Dreschplatz unseres Lebens, kann Gott heraus erretten. If we, like Naomi, pray in that direction and plan in that direction and work like Ruth, being diligent to gather up the blessings of God and live on his promises. Wenn wir bereit sind, so wie Naomi, in diese Richtung hin zu beten und in diese Richtung hin zu planen und zu handeln, und wie Ruth, in diese Richtung fleißig und eifrig zu sein, aufzulesen, was Gott verheißen hat. And if we will recognize that there's one place and one person and one position and one petition for us to come and to make, and it's at the feet of Jesus, humbly recognizing that he's our everything. Wenn wir erkannt haben, da gibt es diese eine Person, zu der wir kommen müssen, an diesem einen Ort, in dieser einen Haltung, in die wir kommen müssen, mit dieser einen Bitte, dass wir dann erfahren, dass Christus sich unser annimmt. When we come to him in that way, we find rest and redemption. Wenn wir in dieser Weise zu ihm kommen, dann finden wir Ruhe und Erlösung. And we find protection and provision. Und wir finden Sicherheit und Versorgung. And we end up realizing that we're on the receiving end of the remarkable, unending love of God. Und wir erkennen auf einmal, wir sind auf der Empfängerseite von dieser wunderbaren und bemerkenswerten Liebe Gottes. Because of the remarkable work of Jesus Christ, our kinsman redeemer. Aufgrund dieser bemerkenswerten Erlösung in Christus, unserem Löser. Who left his father's throne. Der den Thron seines Vaters verlassen hat. Taking on flesh like ours. Fleisch und Blut, wie wir es haben, an sich genommen hat. Remaining unstained by sin as he lived here on earth. Völlig unbefleckt blieb von Sünde, als er hier auf dieser Erde wandelte. Keeping the law that he himself made, that we ourselves had broken. Und er hat das Gesetz gehalten, das er selbst gemacht hat, aber welches wir gebrochen haben.
and involuntary subordination going to the cross on our behalf. Und in williger Unterordnung ging er an das Kreuz, welches wir an unserer Stelle. Truly God and truly man, representing us to God and God to us. Wahrer Gott und wahrer Mensch, er repräsentiert, er bringt Gott zu uns und uns zu Gott. As an eternal being suffering an eternal wrath in the moment of a few hours one Friday morning. Als ewiges Wesen den ewigen Zorn Gottes getragen an diesem Augenblick, an dem Karfreitag. An eternity of wrath that you and I deserve because of our offending sin towards our Creator. Den ewigen Zorn, den du und ich verdient haben aufgrund unserer Sünde und unserer Rebellion gegen Gott, unseren Schöpfer. He suffered the wrath that was due us and was buried. Er litt und er trug den Zorn und er an unserer Stelle und er wurde begraben. Carrying our sins as it were into the grave to leave them there. Und er trug unsere Sünden in dieses Grab, um sie dort zu lassen. But on the third day when death could hold him no longer, he was raised to life. Doch am dritten Tag, und der Tod konnte ihn nicht länger halten, stand er auf zum Leben. And the same power that raised him from death to life has given us new life in him. Die gleiche Kraft, mit der er auferweckt wurde von den Toten, sie wirkt auch in uns. So that we might repent of who we are and follow him, putting our trust completely and exclusively in him. So dass wir umkehren und Buße tun und all unser Vertrauen allein auf ihn setzen, dass er uns erlösen mag. So that every aspect of our life might be marked by the gospel of Jesus Christ. So dass jeder Aspekt, jeder Bereich unseres Lebens davon beeinflusst und davon geprägt ist von der Vergebung, von dem Werk und von dem, was Christus für uns getan hat. In order that our choices and actions and reactions and thoughts might be taken captive to him and affected by him and his glory. Dass all unsere Gedanken und all unsere Gesinnung und all unsere Handlungen geprägt sind und ja, tatsächlich gefangen genommen sind, eingeschlossen sind in dem, was wir in Christus haben. May God help us to live on these truths as they are in Jesus. Möge Gott uns helfen, aufgrund dieser Wahrheiten zu leben, wie wir sie in Christus finden. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen.